wollte immer gerne mit Menschen was zu tun haben. Vor allem mit Kindern, weil Kinder mich immer so faszinieren, so wie ihre Entwicklung, so wie sie halt das Leben sehen, die, ihre Welt halt so ist. Und auch ein Stück, die auch verstehen. Ich wollte mal etwas, einen Zweitberuf machen als Erzieherin sozusagen, was leider mein durchschnittlicher Kind nicht geklappt hat, weil mein Durchschnitt nicht gereicht hat. Und auf eine Schule, auf Realen wollte ich halt dann nicht machen. Dann habe ich halt ein bisschen recherchiert, habe dann so, habe ich dann Coach gehört und dann dachte ich, ja, mit Coach könnte ich was anfangen, aber was mache ich jetzt mit Coach? NLP-Coach war mir zu, Motivations-Coach hat mich auch nichts gehört. Also als ich dann im Internet ERP, Kinder- und Jugendcoach, entdeckt habe, habe ich mir dann mich dann halt informiert und angeguckt und viele Feedbacks, positive Feedbacks bekommen, wo ich am Anfang zwar noch skeptisch war, ist das was für mich oder nicht? Und als ich dann halt dieses gute Gefühl hatte, habe ich mich dann erstmal angemeldet. Durch diese Methoden wird es dann halt klar, dass du so einen Aha-Effekt bekommst. In dieser Situation bist du vielleicht nicht gerade bewusst, aber wo du diese Methoden anwendest oder wo du jetzt gerade siehst, sei es das Winken, sei es das Tappen und so, dieses Effekt, was das halt dann, positiven Effekt dann halt dann bringt. Herrlich, familiär, schön. Ja, es ist schönes, angenehmes Atmosphäre. Die Leute sind, die Teilnehmer sind alle ganz nett. Und es ist echt zu sehen, dass man alle im gleichen Level ist und dass die Teilnehmer den gleichen Effekt haben wollen. Einfach nur entspannt, fröhlich und einfach diese Methoden auch weitergeben möchten. Und dass bei den anderen Menschen das auch gerne teilen möchten. Und die dabei auch gerne einladen und diese Einladung dann halt, ja, einfach dann, diese Freude zu sehen, dass auch den anderen Menschen gut geht. Also echt spitze. Also er macht das nicht, er ist zwar professionell, aber er macht das mit Leib und Seele. Also er ist richtig in sein Element drinne und er spielt dir das auch nicht. Okay, er hat auch seine Seiten, aber er durchlebt das. Also er macht das sehr gerne, mit Herzen, mit Leib und Seele. Er kann, er spürt das richtig, so wenn er das alles auch präsentiert und halt darstellt. Und das hat mich halt beeindruckt, so halt. Was auch ich denke, also dass die Kinder, also dass das für die Kinder und Jugend eine totale Stützung ist, dass man so einen Coach hat, dass die Kinder wissen, dass ihnen geholfen wird. Weil die Lehrer haben die Zeit nicht, die haben auch die Kapazität nicht. Und es ist immer halt für die Kinder totales Geschenk sozusagen, wenn ein Coach da ist, den einfach mitfühlt, versteht und halt Wege zeigt. Und die auch von alleine auf diesen Wege dann kommen. Einfach nur begleitet halt dann. Ne? Und einfach nur halt sagt, das Licht aufgeht, das könnte auch so sein oder du könntest auch so machen halt. Ich sehe das nur als sehr, sehr positiv.